Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Stillen in der Öffentlichkeit. Für mich gibt es da ehrlich gesagt nicht großartig viel zu sagen. Ich kann halt einfach nur sagen, es ist das Natürlichste der Welt zu stillen und warum soll man das nicht in der Öffentlichkeit tun können? Es ist einfach so, das Kind hat Hunger und da habe ich doch auch nicht immer die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, wo es vielleicht, ja, wo man vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit hat. Und ja, und deswegen mache ich das doch dann da, wo ich halt gerade bin. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr in dieser Situation, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir auch völlig wurscht, was andere dazu sagen oder was sie darüber denken. Ich bin auch nicht so, oder ich merke einfach, wenn mir eine Sache egal ist oder ich von etwas überzeugt bin, dass ich das auch gar nicht so mitbekomme. Und also das ist, also ich weiß, ich bekomme das immer mal wieder mit, dass wohl Mütter schlechte Erfahrungen damit machen oder dass sie irgendwie Aufmerksamkeit erregen, weil sie in der Öffentlichkeit stillen, dass man irgendwie blöd angeguckt wird oder vielleicht irgendwie einen doofen Kommentar bekommt. Ich selber, wie gesagt, würde das wahrscheinlich dann gar nicht mitbekommen. Genauso wenig, wie ich es mitbekomme, ja, dass Leute darauf reagieren, wie ich rumlaufe. Also die Nena hat es mir mal gesagt, oder ihr fällt das ab und zu mal auf und sie sagt dann, boah, Mama, die haben dich gerade so angeguckt, ach, auf deine Haare. Ja, das stimmt, ich kriege das überhaupt gar nicht mit, weil es ist mir egal. Und so wäre das mit dem Stillen genauso. Ich bin davon überzeugt, ja, eben halt zu stillen und dass es gut ist. Und ich meine, ist ja auch wieder eine Sache, wo viel drüber diskutiert und ja, es gibt ja Mütter, die von vornherein sagen, nein, sie wollen auf keinen Fall stillen. Ja, und ich habe auch nur den Kevin gestillt. Nena und Lenny sind gar nicht von mir gestillt worden. Jetzt würde ich das auch wieder anders machen. Ich hatte damals da meine Beweggründe dafür. Und weil ich so ein traumatisches Erlebnis, also für mich einfach hatte mit dem Kevin. Deswegen ist Kevin auch nicht so lange gestillt worden. Jetzt würde ich es wieder anders machen. Aber meine Freundinnen haben ihre Kinder auch alle gestillt und die haben das auch da gemacht, wo sie halt gerade sind, ja. Und wenn da jetzt gerade Männer saßen, haben die trotzdem ihre Brust rausgeholt und das Kind gestillt. Das ist doch total egal, ja. Es ist einfach so, irgendwie stehen ja schon alle irgendwie auf Brüste und es ist immer, also auf Plakaten oder weiß ich nicht mal, okay, die sind natürlich dann nicht ganz nackt, aber da sagt ja auch keiner was. Aber sobald man etwas macht, was halt irgendwie, ich sag mal, von der Natur auch dafür vorhergesehen ist, dann ist das dann i oder was? Ich weiß nicht. So, man sollte dann ein Schamgefühl haben, seine Brust nicht zu zeigen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Brust direkt so dahin halten würde. Ich würde vielleicht auch, also das schon irgendwie, ja, vielleicht nicht so offensichtlich zeigen. Ich meine, das Kind ist ja eh davor und vielleicht hat man noch ein Tuch oder eine Decke so halb so übers Köpfchen, weil ich finde, das vielleicht auch angenehmer für das Kind ist, weil es so ein kuscheliges Wohlgefühl dann einfach hat, wenn es so, ja, dann an der Brust trinkt. Ja, mehr kann ich da eigentlich großartig nicht zu sagen. Also, wie macht ihr das? Stillt ihr nicht in der Öffentlichkeit? Ist es euch peinlich vielleicht? Unangenehm? Oder es gibt Mütter, die vielleicht dann, wenn sie unterwegs sind, extra in eine Umkleidekabine gehen und dann da ihr Kind stillen, damit das keiner sieht oder damit keiner irgendwie was sagt. Will man denn auch, wenn ein Kind gerade Hunger hat, mit einem schreienden Baby durch die Gegend rennen und gucken, oh mein Gott, wo kann ich mich niederlassen, damit es niemanden stört? Ich weiß nicht. Also wenn ich ja Hunger habe, setze ich mich auch irgendwo hin und esse was. Und ich denke einfach, es ist die natürlichste Sache mit der Welt. Und von daher mein Telefon. Ist es in Ordnung? Bis dann. Tschüss.